dass in der Konstellation aus diesen Daten heraus Dinge möglich sein werden, die können wir uns heute noch gar nicht vorstellen. DM-Tech ist eine Tochterfirma von DM Drogeriemarkt und ist innerhalb der DM-Gruppe, also international für alle 14 DM-Länder, für die IT verantwortlich. Im Vergleich zum Online-Shop, wo das naturgemäß sehr viel stärker ausgeprägt ist, da ist alles digital vorhanden, sehen wir, dass wir dort sehr viel mehr steuern können, sehr viel mehr unterstützen können, sehr viel mehr aus diesen Daten machen können, wie wir das in der Filiale können. Und deswegen ist dieser Schritt konsequent, dass wir versuchen, auch für die Filiale ein möglichst vollständiges digitales Abbild zu haben. Es gibt immer noch einige Informationslücken in der Filiale, beispielsweise, wo sich welcher Artikel in welchem Regal befindet. Wie oft ist er denn nebeneinander platziert? Auch die Information, ob denn ein Artikel nicht mehr verfügbar ist. Zur Zusammenarbeit mit Ubica kam es, weil wir auf dieses Forschungsprojekt der Uni Bremen aufmerksam wurden. Ubica Robotics ist ein Hightech-Startup aus Bremen. Wir sind eine Uni-Ausgründung und entwickeln autonome Scanroboter für den stationären Einzelhandel. Ein autonomer Roboter eignet sich am besten für die Umsetzung eines digitalen Zwillings, weil er autonom ist. Das heißt, er kann sich selbstständig bewegen, weiß, wo er sich befindet, kann eine digitale Karte seiner Umgebung erstellen und damit auch verorten, was eigentlich wo steht, wo sind die Regale, wo sind Etiketten, wo stehen Produkte, wo fehlen Dinge, wo sind Dinge auch vielleicht so, wie man sie nicht erwartet. Die Daten, die uns Ubica bereitstellt, finden vielseitig Anwendung. Neben der Unterstützung von Filialen über Apps und der automatisierten Pflege von gewissen Dingen in IT-Systemen können wir diese Daten auch nutzen, um für die filialunterstützenden Dienste zielgerichtete Analysen zu ermöglichen. Letzten Endes profitieren auch die Kunden von dem digitalen Zwilling in der Form, dass wir zum Beispiel noch besser als bisher unsere Bestände kontrollieren können und dadurch noch besser Präsenzlücken vermeiden können. Das Ziel ist es, Filialprozesse schlanker und effizienter zu gestalten, um wieder mehr Zeit für den Kunden und für Mehrwertservices am Kunden zu haben. Es macht den Menschen auch Spaß. Wir sehen auch, dass die Kolleginnen und Kollegen den Filialen, den Robotern schon lustige Namen geben, weil sie gerne mit dem System interagieren. Weiter wird diese, ich sag mal, Personalisierung in Bezug auf Kunde und Filiale, also die Individualisierung, genau das richtige Sortiment in dieser Filiale, für diese Kunden in der Filiale. Auf der Basis werden wir, da bin ich sicher, den Kunden ein noch besseres Angebot machen können, ein noch relevanteres Angebot, was die Kunden auch schätzen werden. Also was wir heute sehen, ist im Prinzip erst der Anfang von einer langen Reise, die uns noch viele spannende Erkenntnisse bringen wird.